Steve Bentin, wir müssen reden. Worüber müssen wir denn reden hier? So Leute, wir sind hier im Smilebox Headquartier hier und erstmal Uwe suchen. Uwe, wo bist du? Ja, ich trainiere alleine. Nee, habe ich nicht. Ich habe den aber schon gesehen. Ich trainiere alleine. Ja, siehst du, hier ist meine Jacke. Ich habe schon gesucht eine ganze Zeit hier. Diese Ohrringe bei Steve, ne? Die sind sowas von brutal, Alter, asozial. Jawohl. So, da habe ich sie wieder, die wunderschöne Übergangsjacke hier. Für den Frühling hier, obwohl wir gerade bei Frühling sind. Spring Sale ist am Start bei Smile Dogs jetzt. Da geht es 50% auf alles im Shop, bis zu 50% und mit... Nee, mein Lieber, ich kann leider nicht dahin. Ich habe niemanden, der auf den Hund aufpasst und den nehme ich nicht mit. Da geht ja auch gar nicht in den Wettkampfhalle rein, leider. Code Masse gibt es noch ab dem 70er Bestellwert, 25% oben drauf, mit meinem Code Masse. Haut da rein in meinem Shop, schaut euch an hier. Aus Athleten-Shirts hier bei Smile Dogs. Oder hier so kurze Hosen, schöne kurze Hosen neu. Neue wunderschöne Socken und alles wunderschönes Neues am Start. Schaut rein im Shop und unterstützt mich, wenn ihr wollt. Ach, Kalorien ist okay. Bei 3,3 bin ich jetzt nicht am Hungern. Appetit ist zwar da, aber ich bin jetzt nicht am Abschmieren oder Abhungern. Training habe ich auch Power, von daher passt. Das sind so Wohlfühlkalorien. Ansonsten geht es los. Kommen wir zum Gespräch. Wir sind online, ja. Wir sind live im Livestream hier. Also, herzlich willkommen mal hier zu meinem neuen Video jetzt auf meinem Kanal. Hier ist Steve Bentin am Start mit Flying Uwe. Moin Moin. Capt Chaos 93, danke fürs Abo. So, da sitzen die beiden, Uwe und Steve. Kaffeeklatsch. Und, hallo. Wir sind hier im Smile Rocks Store. Headquarter. Headquarter bei Uwe. Und ja, nach längerer Zeit mal wieder ein Video hier. Zuletzt. Ja, war ich ja noch auf der Norddeutschen Meisterschaft. Da war ja schon jetzt nichts Sportlicheres jetzt hier vor mir zu sehen. Einige, die jetzt auf... War echt in letzter Zeit ein bisschen ruhig um Steve, ne? Ich verfolge den aber auch bei Insta und Digga, der ist auch ständig krank, ne? Der hat immer was, aber schon früher, wo ich ihn noch gar nicht kannte, aber schon verfolgt habe, mittlerweile kennen wir uns ja, da habe ich auch schon gesehen, der war immer nach jedem Wettkampf hat es den erwischt, vor dem Wettkampf hat es den erwischt, also wirklich... Katastrophe. Ja, must tun. Gebe ich dir recht, sehe ich genauso. Hat der gut gemacht, der Johannes. Aktuell entstanden sind, habe schon bei Instagram einiges entnehmen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Geht es jetzt hier um meinen aktuellen gesundheitlichen Zustand oder meinen aktuellen sportlichen Zustand, wie es jetzt weitergeht oder wie es jetzt gerade der Stand ist. Und genau. Ja, da sieht es nicht gerade so rosig gerade bei mir aus, nicht so... Natürlich habe ich den Kühlschrank geleert, Alter. Ich bitte dich, alles ist bei mir entleert. Glücklich, nicht so erfolgreich oder nicht so bergauf geht es gerade. Genau. Also sonst macht man ja immer gerne Videos, um die Leute auf dem Laufenden zu halten und zu sagen, ey, hier geil oder ich habe das oder ich mache das, jetzt kommt jetzt demnächst das. Mhm. Wir wollen heute mal Real Talk sprechen, der Uwe und ich. Und wir haben Real Talk, wir müssen reden. Das hört sich an, so richtiger Kevin Wolter Videotitel. Wir müssen reden, ich habe wieder verkackt. Ich habe schon noch ein bisschen mit seinem Team, mit noch zwei, drei Leuten gesprochen. Die haben dann so ein paar Sachen mich auch gefragt oder was jetzt so. Ja, wir haben ihn erstmal zugehört, was eigentlich ist. Weil ja. Steve hat, oh, man hat so gewerkt schon seit, ich weiß nicht, 4 bis 6 Wochen oder so. In den ersten Wochen merkt man so, okay, Steve macht ein bisschen ruhiger. Und dann merkt man so, was ist los mit Steve? Irgendwas stimmt nicht mit dem. Dann habe ich ihn mal angerufen und dann hat er mir schon ein bisschen angedeutet, oft krank gewesen. Jetzt hat er irgendwie so ein. Ja, wie gedacht, es geht, glaube ich, um seine Gesundheit hier an erster Stelle. So ein Tief down, irgendwie kann sich nicht mehr so richtig motivieren. Und dann dachte man so, okay, er muss sich wieder ein bisschen noch mehr erholen. So, dann lässt man ihn halt auch einfach, ne? Also da muss man ja nicht sagen, so, Steve, mach mal jetzt hier wieder einen Vertrag, du musst noch hier, du musst dies und was weiß ich so. Solche Firmen, Freunde, wenn das eine Firma macht, das ist assi, ne? Video sehr leise, ja, ich habe es gerade schon ein bisschen höher gepegelt, Freunde, jetzt müsste in Ordnung sein. Finde ich asozial, vor allem wenn einer krank ist oder sonst was. Da soll er sich, mein Gott, dann machst du halt eine Woche keine Werbung für deinen Sponsor oder hältst dich an keine Regel. Aber ich denke mal, da sollte auch jede Firma das Verständnis für haben, ne? Das ist, finde ich, katastrophal, sowas, wenn man da sagt, ey, Digga, mach deine Werbung, halt dich an den Vertragsgegenstand hier. Du musst Werbung machen jeden Tag oder keine Ahnung, alle 2 Tage, was weiß ich. Dann habe ich ein paar Wochen später wieder angerufen, da ist aber nicht rangegangen. Ich habe ihn 4-mal oder so angerufen und dann wusste ich so, okay, ist glaube ich voll im Loch so. Und dann haben wir ihn erreicht. Und Steve zu Hause eingesperrt, Jalousien unten, nur Milchschnitten am Essen. Dann haben wir hier jetzt auch nochmal geredet, so. Man hat ihn auch einfach mal zugehört. Du hast mal alles jetzt so erzählt, so die ganze Zeit, wie es für dich war.
wie du nicht vorankommst, wo du nicht vorankommst, was dich so stört gerade an deiner Situation. Und am Telefon, wo wir ihn dann auch einmal erreicht hatten, haben wir auch mal einmal zu ihm gesagt, erklär doch wenigstens deine Community, dass du gerade echt so eine Null-Bock oder ein Tief bist. Weil selber ich krieg sogar Nachrichten auf Instagram, ja, was ist eigentlich mit Steve? Ich mache mir Sorgen und was ist los bei ihm? Dann haben wir auch zu ihm gesagt, informier deine Leute. Und er hat natürlich sein Instagram. Und jetzt will Steve euch einfach hier so interviewen und euch mitteilen, dass gerade nicht... Das hatte ich tatsächlich allererste Mal letztes Jahr um die Weihnachtszeit herum. Da hat es mich auch völlig erwischt. Ich habe irgendwie, ihr wisst ja, auf Instagram bin ich täglich aktiv. Ich mache jeden Tag Stories, zeige ein bisschen was aus meinem Alltag. Unterleitner-Video kommt morgen auf meinem Hauptkanal, ist schon abgedreht. Zeigt ein bisschen Eindrücke, Training, Essen, Humor, dies, das. Und um die Weihnachtszeit herum habe ich 3-4 Tage gar nichts gemacht, weil ich lag wirklich mit 40 Fieber im Bett, auch das erste Mal Heiligabend zu Hause alleine verbracht, ohne Familie. Das war wirklich sehr, sehr schlimm. Ich war irgendwie nur eine halbe Stunde kurz vor meiner Mutter, habe Suppe gegessen, habe gratuliert und bin wieder nach Hause gefahren. Ich wollte auch niemanden anstecken. Und da habe ich auch Nachrichten bekommen, Digga. Ey, alles okay mit dir? Wo bist du? Was machst du? So Leute haben sich angefangen, Sorgen zu machen. Und da ist mir das jetzt mal aufgefallen, wenn du so ablieferst ständig und im sozialen Mittelpunkt stehst, im sozialen öffentlichen Leben, im Mittelpunkt stehst auch irgendwo. Und Digga, die Leute machen sich einfach Sorgen. Und dann ist auch, dadurch entsteht automatisch, unbewusst, bei dir als, sag ich jetzt mal, Streamer, ich hasse das Wort Influencer, bei dir so ein persönlicher Druck, dass du abliefern musst. Und ich sag's euch, dieses Abliefern vor Kamera, so ich, ihr wisst, ich mache mich ständig lustig über diese typischen Influencer-Leute. Ja, aber ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen, geht einer live für 3-4 Stunden, liefert er ab, redet er mit den Leuten, performt oder zeigt einfach eine billige Bitch einfach irgendein Shampoo in die Kamera und sagt, du kannst jetzt 55% sparen mit meinem Rabattcode. Das ist immer irgendwas anderes, weil du bietest hier Mehrwert, die Leute warten auf dich, du performst, du lieferst ab und es ist nicht einfach, weil manchmal hast du auch einen beschissenen Tag oder dir geht's nicht gut und dann weißt du, ey, da warten gleich 300, 400, 500 Leute auf dich und die wollen, dass du die unterhältst, die wollen, dass du Spaß hast mit denen. Das ist nicht leicht, ich schwör's euch, das ist schon, also ich kann Steve irgendwo verstehen, dass da auch irgendwo so ein gewisser Druck herrscht, vor allem Steve ist ja eigentlich hauptberuflich Profi-Bodybuilder, dann entsteht ja nochmal ein ganz anderer Druck. Immer einfach alles rosig ist, sondern Steve hat einfach scheiß Wochen hinter sich. Und er hat immer noch, auch dieser Tag gerade ist für ihn einfach scheiße. Was ist mit der Kamera los? Was ruckelt die so? Und das versuchen wir euch jetzt hier zu erklären, beziehungsweise Steve. Und ich werde ihn mal ab und zu... Jamal Paglino, danke dir fürs Abo mit Prime. Ein paar Fragen stellen, ja. Falls ich mich noch nicht bedankt habe. Erzähl doch mal, ab wann ging es eigentlich los? FIBO war das, glaube ich, ne? Ja, oder eigentlich ging es, also mir ging es ja vor der FIBO schon nicht, fange mal von ganz vorne an. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich ja dieses Jahr eine schöne Off-Season starten, eine schöne Aufbauphase. Hab eine gute Erhaltungsphase hinter mir gehabt. Man darf nicht vergessen, Steve hat, ich glaube, 2 Jahre durchgehend jetzt Wettkämpfe gemacht. Genau. Und ich habe dann auch irgendwann den letzten Mal gesagt, mach das. Das zählt auch nochmal richtig an deiner Gesundheit sowieso. Aber eine richtige Off-Season. Ich habe dich nicht mehr, ich sehe ihn immer nur definiert, wettkampfmäßig so. Aber ich bin zu euch gekommen, ne? Ja, genau. Wann war das 2001? Wo vor 2 Jahren? Wenn ich jetzt zu euch bin, 2021, glaube ich. Ja. Bin ich zu euch gekommen und war da auch schon im Wettkampfmodus, glaube ich, da war ich gerade in Mexiko zum Wettkampf und so. Und dann das nächste Jahr, letztes Jahr haben wir auch nur Wettkämpfe. Also eigentlich mehr. Ich kenne nur den Wettkampfmodus. Ja. Und du hast sogar letztes Jahr gesagt, um nochmal wieder Fortschritte zu machen, leg dich doch mal ein bisschen zurück. Genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück und diesen leg dich zurück. Und bau mal richtig auf, mach mal eine Aufbauphase und. Masse, Junge, was ist denn? Leg mal da richtig los. So. So, das habe ich dann jetzt, wie gesagt, versucht oder habe dann nach den letzten Wettkämpfen im Herbst, ne, da war ja dann, waren wir in Dubai und da waren wir noch da und hier. Und ich habe jetzt übrigens an der Beleuchtung gearbeitet, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier vor mir mein Keylight und hier vor mir einen 65 Zoll Fernseher. Den habe ich einfach auf Standbild, auf irgendeinem YouTube-Video, damit das hell ist. Jetzt haben wir auch besseres Licht hier. Weil die letzten Streams, Alter, es sah hier wirklich schrecklich aus. Dieses Setup hier, dieses Wohnzimmer, das ist eh gottlos hier in Polen. Und ja, da habe ich dann so eine Erhaltungsphase, wie man so macht, so eine Detox-Phase erstmal gemacht, bisschen ruhiger alles. Und dann ging es im Februar los mit der Off-Season. Das lief auch erst ganz gut, so, aber dann nachher so kurz vor der FIBO habe ich schon so einen Dämpfer gekriegt, mal wieder, so einen gesundheitlichen, dass ich so ein bisschen mit Magen-Darm, Reizdarm,
Weil ich hatte schon auf dem Fibo, habe ich schon dich gemerkt. So, normalerweise bist du ja voll anders. Und ich dachte mir so, oh, der Junge hat doch gar keinen Wettkampf gerade. Oder ich habe irgendwie gedacht, wer weiß, vielleicht irgendwie ein Problem mit einer Frau so oder was weiß ich, privat einfach irgendwas. Und da hat man schon so gemerkt, so, oh, der Steve ist irgendwie, irgendwas ist da. Nee, da war, da, ja, da Fieber war noch, da ging es ja dann los. Da bin ich ja, dann, genau, da hat man so halt gemerkt, so irgendwie. Da war ich ja dann krank geworden, so richtig. Dann habe ich mir Covid eingefangen, richtig schlimm, und habe 2 Wochen richtig im Bett legerisch gemacht. Ich schwör's euch, das fuckt so ab, wenn man Gas geben will, vor allem sportlich gesehen jetzt. Und man kann nicht aufgrund von Krankheit, weil man immer ständig irgendwie was hat, Halskratzen, Schnupfen, irgendeine Verletzung oder sonst was. Man will, alles ist optimiert, Essen, Subs, dies, das, und man kann einfach nicht 100% geben, weil man deshalb gebremst wird. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OAS vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Nach der FIBO hast du es für Corona nochmal gehabt? Also, ja, also auf der FIBO muss ich mir eingefangen haben. Also okay, ich bin ja auch Sonntag, Samstag auf der FIBO dann schon hier. Der Steve, der hat auch eiskalt diese Oldschool Nike Shocks an, Alter. Die hatte ich früher auch. Mit 17, Nike Shocks, G-Star Jeans und Alpha Bomberjacke. Und Seiten auf Null, ohne Übergang, wie Daniel Kubik. So lief ich früher beim Schulhof. Kameramann, Bettnachbar hier, hat es ja noch. Tyson, Boxerschnitt, Digga. Mitgekriegt. Ja. Fieber nachts aufgewacht und ging es dann los. Und Schüttelfrost und Grippe, Status hoch. Dann nach Hause gekommen und dann erstmal die erste Woche richtig. Ganz schlimm im Bett liegen, so schlimm wie nach langer Zeit nicht mehr. Und wie gesagt, dann, ja, das war ja noch alles okay. Das war alles, dann habe ich. Das kennt man. Hast du letztes Mal auch am Telefon gesagt, mal scheiß mal auf die Muskeln, die kommen wieder. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu der näheren Geschichte. Dann, das habe ich bei Instagram auch, scheint es so, dass ich jetzt so einen Long-Covid mir weggezogen habe da. War dann nochmal beim Arzt, dann auch mehrere Male, dann, wo ich da krank war. Und dann danach nochmal. Und Butterfly in der Tasche, ja. Oder Teleskopschläger. ist der Meinung, dass ich jetzt die ganzen Symptome sich auf Long-Covid beziehen, dass ich dann, wie gesagt, bin ja dann wieder ins Training eingestiegen nach dieser Krankheit, nach dieser Grippe, und habe eigentlich auch alles gut gemacht, ganz langsam alles, und das ist gute 6 Wochen jetzt, 4 Wochen jetzt, wie gesagt, Fibro ist 6 Wochen her, das Ganze mit der Grippe auch. Ja komm, was ist jetzt? Rahmen wir jetzt hier eine halbe Stunde über seine Erkältung oder was? Was soll das denn hier? Vier, fünf Wochen. Und jetzt versuche ich seitdem wieder ins Training einzusteigen, und das funktioniert absolut nicht. Also das fällt mir sehr schwer. Obwohl du jetzt aber auch keinen Husten mehr hast, bla bla bla, ne? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen. Ja, auch wenn der Drive auch einmal weg ist, dann ist es auch schwer, dann wieder da Gas zu geben und sich wieder zu fangen, ne? Ist alles Kopfsache halt, aber ist nicht einfach. Besser, ganz leicht besser geworden schon, aber ich hatte auch, wie gesagt, am Anfang jetzt vor Wochen noch immer, bin ich ins Training gegangen, habe dann nach einem schweren Satz außer Atem sehr schnell Luft, so Not, und musste so Zeug rausspucken. So, kennst du das, wenn du so aushustest? Das hat mich halt Ewigkeiten noch belastet. Nachgetragen, das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden. Also so Luftnot ein bisschen und Atemschwierigkeiten. Das ist das Einzige, was jetzt wesentlich besser geworden ist. Dafür sind andere Symptome jetzt wieder schlimmer geworden. Dass ich jetzt ja, vermehrt einfach keine Motivation, habe keinen Antriebsstoß zum Training, gehe ich schon, habe keine Lust. Dadurch entsteht ja auch diese Motivationslosigkeit und Antriebslosigkeit, wenn du so lange kein Gas geben konntest. Oder bei mir war es so, letztes Jahr war das extrem, ganzen Herbst und auch Anfang dieses Jahres noch, ich war gefühlt eine Woche im Monat krank. Ich konnte nur noch abwarten, und es war schon so behindert. Ich bin zum Training gegangen, als ich wieder fit geworden bin, und ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt wieder krank werde. Ich habe nur noch darauf gewartet, bis ich wieder erkältet oder krank bin. Und so war es auch die ganze Zeit. Das ist fucked up. Und dadurch entstehen halt auch sowas, ich schwöre es euch, sowas depressionsartig ähnliches. Ne? Wann warst du denn das letzte Mal beim Training jetzt so, vom Ding her? Vor 5 Stunden. Vorgestern. Gestern, nicht vorgestern. Ja, was hast du da trainiert? Da habe ich Schultern trainiert, und ja, hat keinen Spaß gemacht. Wie viele Übungen hast du denn gemacht? Ja, so 3-4 Übungen eigentlich, aber ich hätte schon nach der ersten Übung nach Hause gehen können. Ja. Also so fühlst du dich dann. Also, okay. Also ich habe
keine, also total antriebslos, ganzen Tag Müdigkeit, Appetitlosigkeit, ich das Essen kaum rein. Ja, ist natürlich als Bodybuilder schlecht, wenn du keinen Appetit hast. Genau, so. Nick 2609, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Gerade jetzt in der Off-Season bist, genau, wo du jetzt mal ein bisschen reinknallen solltest oder kannst. Genau, also im Moment läuft da gar nicht so richtig. Also das ist alles. Ich schwöre es euch, wisst ihr, worauf ich, seitdem ich so oft krank war, voll achte, was ich vorher tatsächlich, ich habe mich oft selbst dabei erwischt und habe es oft vergessen. Ich wasche mir jetzt richtig gründlich die Hände, wenn ich von der Toilette, nein, Spaß, wenn ich fertig bin mit dem Training. Im Gym selber wasche ich mir richtig die Pfoten, Digga, weil Gym, Studio, Alter, das ist der schlimmste Ort für irgendwelche Bazillen, Bakterien. Habe ich früher voll oft nicht gemacht. Dann kann ja natürlich sein, dass das daran lag, dass du daran irgendwie deshalb voll oft krank geworden bist. Ich achte jetzt extrem darauf, immer. Da krieg ich schon Paranoia, wenn ich es mal jetzt nicht mache, aber ich mache es jetzt eigentlich immer. Geht morgens los mit dem Essen, dass mich das unter Druck setzt und dass ich Essen nicht reinkriege und keine Motivation richtig habe da beim Essen und also auf nichts Hunger, auch nicht irgendwie mal sagen, Leute, ess mal einen Burger oder ess mal was anderes als Massebrei oder mal ein Reis mit einem Hühnchen. Dann Aber wenn du mal was anderes gegessen hast, war das irgendwie gut? War das mal anders? Nee, dann erst nicht. Handschuhe beim Training tragen, Digga. Lieber trainiere ich gar nicht mehr. Also, echt? Also was anderes kriege ich gar nicht runter zurzeit. So. Ich kriege allgemein diese 4.000-5.000 Kalorien, die ich jetzt zu mir nehmen muss, kriege ich überhaupt nicht runter. Was schätzt du, wie viele Kalorien du denn so isst am Tag, wenn ich schaffe? Zwei. Also, ich schaffe schon. Das den abonniert mit Prime, dankeschön. Aber das ist richtige Arbeit, richtige Quälerei. Also mal Real Talk hier gesprochen, das ist richtig so wie Bulimie auf Masse. Mhm. Also so umgekehrt. Also wie manche hier mit essen und müssen. Mhm. Es ist so, dass ich da hänge und mir das reinquäle und ich kann den ganzen Tag eigentlich nichts essen. So, also ich habe null Appetit, haus mir aber trotzdem rein eben halt. Mhm. Seit Wochen jetzt. Und ich habe auch null, wie gesagt, Trainingslust und keinen Antrieb. Müde. Also nach dem Training, dann normalerweise ist es so, dass wenn ich ein Beintraining gutes, hartes mache, dann bist du wirklich müde danach. Jetzt brauche ich nur Schultern trainieren, dann kann ich mich danach 3 Stunden im Bett liegen. Mhm. All solche Sachen dann. Also das heißt, irgendwie funktioniert gerade einfach nichts. Also wie gesagt, ich will, aber kann nicht richtig. So ist im Moment. Und hast du denn eigentlich gerade auch so ein Ziel technisch so oder ist gerade irgendwie erstmal nur, was hast du jetzt gefühlt vor? Der wollte doch im Herbst, glaube ich, auf der Bühne, oder? Oder was hattest du vor, bevor das Ganze kam? Weißt ja, ich hatte ja vor, wie gesagt, mein Ziel war eigentlich gute 120 Kilo. So. ANH2506, danke dir, mein Lieber. Ein Monat, ein ganzes Jahr schon am Abonnieren. Dankeschön. Kati, guten Abend. So, oder 115 bis 120 Kilo. Auf welchem Gewicht bist du denn jetzt? Naja, ich hatte, wie gesagt, auf der FIBO hatte ich dann, bin ich mit 110 Kilo irgendwie, war ich da gestanden. Vorher, wie gesagt, lief es auch schon nicht rosig. Mhm. Und dann bin ich ja grippetechnisch ans Bett gefallen und konnte nicht trainieren 2 Wochen. Mhm. Und habe dann auch 102 runtergefallen, 100 Kilo, 102 vielleicht. Mhm. Habe dann, wie gesagt, wieder Training aufgenommen, aber eben ganz langsam noch die erste Woche und dann wieder ein bisschen, wie man es versucht, so richtig. Mhm. Und kurz, hier ist eine sehr häufig wiederholte Stelle. Mal gucken, worüber die da reden. Kopf einfach, dein Mindset, mal einen Switch macht, weißt du? Vielleicht hängt dein Kopf immer noch bei, oh Scheiße, alles doof, mir tut alles weh, ich komme nicht vorwärts. Sondern man kann sich ja auch krank denken. Geht auch. Ja, aber wie gesagt, ist jetzt nicht. Ist ja, schon, ich weiß. Wie gesagt, gefällt mir nicht, den Steve so zu sehen, wisst ihr? Ist eigentlich immer so ein lustiger Spaßvogel und so ernst und niedergeschlagen hat, gefällt mir gar nicht. Also der tut mir irgendwie leid. Weil beim Arzt, der meint auch, dass seine Symptome sind dementsprechend wie bei diesem Long-Covid. Okay, ja. Was sagt denn der Arzt jetzt? Ja, was sollst du machen? So die meisten, die sagen dann alle, oder haben ja auch bei Instagram, da bleibt dir nichts. Pause machen, ganz lange pausieren. Manche haben ja mit sowas monatelang zu kämpfen oder noch schlimmere Symptome. Also mit sowas. Also können. Ja. Das heißt, wie 3 Monate könnte, ich, jetzt man könnte jetzt mal so, sein, nee, ich könnte jetzt mal, ich müsste mal Phrenologen oder sowas, Kollegen noch und solche noch, oder nochmal in so eine Klinik. Ja, Freunde, wir pausieren an der Stelle das Video. Da tut mir auf jeden Fall leid für Steve, dass er da so niedergeschmettert ist. Ich denke mal, der müsste einfach dasselbe machen wie unser Opa-Freund Johannes Lukas.
mal wirklich, auch wenn es übel ist, wirklich 2 Monate kein Training, vielleicht ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen Dings, hier, sag mal schnell, Mobility machen, sowas, aber ich würde jetzt wirklich 6 bis 8 Wochen gar nichts machen, mal den Körper komplett generieren lassen, regenerieren lassen und eventuell vielleicht geht es ihm dann ja besser. Ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde, und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal, schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei, dort sind wir 3-mal die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag, und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei eseng.com, da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls im besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.